20 und ich habe eine Weihnachtsmütze auf, weil meine Haare extrem fettig sind. Aber ich mache sie heute wieder schön. Ich wasche sie heute und dabei zeige ich meine Haarroutine, was ich vor dem Waschen mache, nach dem Waschen und welche Produkte ich benutze. Da fragen auch immer ganz viele nach und deshalb mache ich das heute mal. Wir hatten bis gerade eben noch Videokonferenzen, jetzt habe ich endlich frei. Und ich packe jetzt erstmal mit euch meine Adventskalender aus. Nummer 22. Ich wollte etwas Größeres dran. Ich muss mal eben eine Schere holen, damit ich das da abschneiden kann. Okay. Ich mache es mal hier mit der Kamera für euch auf. Ja! Eine neue Wimpernzange! Ey, meine Wimpernzange ist schon so alt, ne? Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt endlich eine neue Wimpernzange habe. Also sie ist einfach schwarz. Darüber freue ich mich sehr. Jetzt muss ich nur noch irgendwie aus der Verpackung rauskriegen. Mit einer Hand ist ein bisschen schwierig. Dann kann ich sie morgen direkt einweihen. Und ja, jetzt gehe ich aber mal ins Bad. Mache meine Haare. Damit ich auch mal noch fertig werde heute, stelle ich euch den ab. Hier oben auf unseren altbekannten Kamerastellplatz. Ich habe eben meine Haarbürste. Wartet. Ich habe hier so eine Hairdreams Haarbürste. Die sieht schon so abgeranzt aus, aber die ist eigentlich noch voll neu, weil ich habe mir meine zweite bestellt, weil ich liebe diese Haarbürsten. Die sind eigentlich nur für Haarverlängerung, für Extensions. Und ich habe keine Extensions. Und keine Haarverlängerung, aber die sind einfach so geil. Nur diese Haarbürsten funktionieren bei meinen Haaren irgendwie gut, weil das ist auch nicht so weh, wenn man die auskennt und so, deshalb liebe ich diese Haarbürsten. Ich benutze immer, bevor ich duschen gehe, so ein bisschen Haaröl. Zumindest tue ich das hier so in die Spitzen. Also ich klatsche das jetzt nicht hier oben irgendwo hin, sondern hier in meine Spitzen. Dann werden die einfach ein bisschen weicher, auch nach dem Haare waschen. Dann wasche ich das eh aus, dann sieht das auch nicht so fettig aus quasi. Hier dieses Kokosöl. Reich Schönheitsgeheimnis, so steht da drauf. Und ich muss dringend nochmal irgendwann, wenn ich in Deutschland bin, das mitnehmen. Oder meiner Oma mal sagen, sie soll mir einen schicken oder so. Weil ich brauche das unbedingt. Das finde ich echt super. Ich bilde mir mal ein beim Haare waschen, dass meine Haare immer ein bisschen geschützter sind, wenn ich da das Shampoo reinmache und so. Also Shampoo kommt natürlich hier oben hin. Vielleicht funktioniert es ja auch. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Aber probiert es mal aus. So, jetzt gehe ich Haare waschen. Ich zeige euch noch irgendwelche Sachen, die ich benutze. Ich habe einmal hier das Aveo Professional Shampoo, fabelhaft lang. Und das ist von Müller und das habe ich entdeckt und ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal nachgekauft. Auch die passende Spülung aus der gleichen Serie, so sieht die aus. Und ich war auch so ein Verpackungsopfer, es war pink und da habe ich es mitgenommen. Ich habe mal so Shampoo ausprobiert, das extra für lange Haare ist und es ist so geil. Also diese Spülung, das macht meine Haare irgendwie so weich und kann ich die direkt auskämmen richtig gut, wenn die noch nass sind. Sonst muss ich mal warten, bis die trocken sind und so und dann sind die mir total zerknüttelt. Aber das ist echt super. Und ist auch immer ohne Silikone. Also ich benutze immer generell Shampoo und Spülung ohne Silikone. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal duschen. Dann bin ich nochmal. Vor dem Duschen hänge ich mir hier direkt mal ein Handtuchturban hin. Die kann man direkt dann um die Haare machen, weil meine Haare tropfen dann immer überall hin, dann wird alles nass. Und auch direkt mein Handtuch, weil manchmal vergesse ich das und dann ist es schlecht. Da bin ich wieder. Die Turban-Oma geht sich jetzt anziehen. Boom! Ich bin umgezogen und habe meinen Turban aufgemacht. Meine Haare schon mal ein bisschen gekämmt. Und ich tue aber immer noch so ein bisschen Spray Conditioner rein. Den hier benutze ich. Weil dann kann man die einfach viel besser durchkämmen. Und das Zeug riecht so gut. Ist nicht so geil. So, und jetzt muss ich dann meine Haare noch föhnen. Endlich föhne ich sie nicht so gerne, wegen der Hitze und so. Im Sommer mache ich das auch eigentlich nie. Und hier im Herbst muss ich das auch nicht machen, aber jetzt, wo es Winter ist, ist es halt echt was kälter. Und ich habe auch gerade keine Sonne, wo ich mich reinstellen könnte und dann meine Haare trocknen. Es hat immer so lange, weil die halt so lang sind. Und deshalb muss ich jetzt mal den Föhn benutzen. Zumindest muss ich ihn erstmal finden. Ich glaube, mein Bruder hat den geklaut. Hab ihn! Meine Haaren locken sich meine Haare einfach. Ich weiß nicht, wie das kommt. Also ich hätte das früher nicht. Und jetzt auf einmal kommen da so lockige Strähnen. Das sieht manchmal doof aus und es ist richtig stark. Aber heute habe ich zum Glück noch Glück. Fertig. So, am ersten Tag wäre ich meine Haare jetzt immer glatt meistens. Und dann drehe ich die abends immer auf so einem Bademantelgürtel auf, damit ich am nächsten Tag so schön in den Locken übernachten muss, weil die halt mit Hitze erst in den Lockenstab machen. Ich kann jetzt ja vielleicht heute Abend mal zeigen,
Aber jetzt lasse ich die erstmal so. Meistens wasche ich meine Haare, wenn ich am Wochenende meine Haare wasche, auch morgens. Und dann habe ich halt noch einen Tag mit den glatten Haaren. Und was ich jetzt gerne mache, wenn meine Haare noch glatt sind, dann nehme ich mir hier so eine kleine Partie für meinen Haaren, ungefähr so zwei Finger breit, und dann teile ich die in drei Strähnen auf und dann flechte ich mir so ein kleines Zöpfchen. Das sieht immer ganz schön aus, noch so als Mini-Detail, dann nicht, dass das nur so glatte Haare sind. Und ich nehme immer die Strähne und lege die dann oben drüber und halt nicht unten drunter, weil dann finde ich, das sieht irgendwie schöner aus, dass man das unten drunter macht. So, jetzt nehme ich mir hier so ein kleines durchsichtiges Haargummi und dann mache ich das hier rein. Tada! Fertig! Als letztes nehme ich mir hier so ein ganz kleines bisschen von dieser Feuchtigkeitshaarmilch. Wirklich nur so viel, nicht viel, und verreiche das in meinen Händen. Und dann gehe ich hier ganz leicht über meine Haare drüber, dass ich so die kleinen fliegenden Härchen anlegen, dass es nicht so fizzy aussieht. Und dann so schön clean. Guck, das sieht schon viel besser aus. Da bin ich nochmal. So, ich habe gerade meine Haare aufgemacht. Wir sind jetzt zu Hause. Und ich habe hier dieses kleine Zöpfchen aufgemacht. Und da ist einfach jetzt eine richtig extrem lockige Strähne. Und ich bin froh, dass ich die jetzt aufdrehen kann. Dann sehen die morgen besser aus. Ich wollte euch auch noch zeigen, wie ich meine Locken über Nacht mache. Ich nehme jetzt mal mein Bademantelgurt. Ihr könnt da einfach irgendeinen nehmen, das ist auch nicht relativ egal. Und dann lege ich den einfach so über meinen Kopf. Und dann klemme ich mir hier eine Seite mit so einer Klemme ab. Ihr könnt auch einen Scrunchie reinmachen oder so ein Haargummi einfach, damit das so festhält. Und dann nehmt ihr euch einfach vorne eine Strähne und dann fangt ihr an von vorne so drum zu wickeln. Und wenn ihr wieder hier angekommen seid, wieder eine Strähne dazu zu nehmen und dann wieder mit dem Schwert der kleinen Kamera hier rumzugehen, das dann immer weiter so drum zu wickeln. Wir machen jetzt eine coole Transition, aber falls ihr das noch genauer sehen wollt, ich hatte zu meinen Charts gemacht, verlinke ich euch hier oben auf dem i, das könnt ihr euch mal angucken, da habt ihr es noch viel genauer erklärt, wie das geht. Und ja, je dicker eure Haare sind, desto dünnere Strähnen müsst ihr auch nehmen. Mir ist letztens auch gefallen, dass ich das bei einer Freundin gemacht habe und sie hat dann sehr dicke Haare. Und dann muss man auf jeden Fall die Strähnen für dünner nehmen. Aber jetzt kommt mal die Transition, los geht's. Hallo, guten Morgen. Ich habe meine Haare aufgemacht und gebürstet. Und bei mir haben sie sich heute extrem gelockt. Vor allem die Spitzen locken sich bei mir immer so stark. Deshalb tue ich da jetzt noch ein bisschen von diesem Spitzenserum hier rein. Und dann werden die da unten nicht so fizzy. Und dann kann man die noch so ein bisschen auseinanderziehen und besser auskämmen. Ich hoffe, die hängen sich im Laufe des Tages noch ein bisschen aus. Ich glaube, die werden diesmal sehr lange halten. Aber ich habe gerade noch einen TikTok am Laufen, Transition, deshalb hängt mein Handy da noch im Stativ. Deshalb müssen wir jetzt gleich da... Mini Maus! Deshalb müssen wir jetzt gleich darüber gehen für das Shot of the Day. Und hier ist ein kleiner Fail passiert, weil hier ist einfach immer noch diese eine lockige Strähne von gestern, von dem kleinen Zöpfchen. Okay, jetzt ist das Shot of the Day. Mein TikTok ist ja nichts geworden. Das probiere ich morgen nochmal. Aber jetzt grüße ich noch die liebe Lisa. Sie hat geschrieben, hey Mavi, ich liebe deine Videos sehr, sehr gerne und ich würde sehr gerne gegrüßt werden. Leider wurde ich noch nie gegrüßt. Außerdem liebe ich deinen Mavi-Länder. Kannst du mich bitte, bitte grüßen? Liebe Grüße, Lisa. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich, Lisa. Es freut mich, dass dir mein Mavi-Länder so gut gefällt. Leider ist der bald vorbei. Und ja, ich muss jetzt mal schnell diesen Mavi-Länder beenden, damit ich jetzt auch noch den Mavi-Länder für heute filmen kann. Und das sehr gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und ich hoffe, dass meine Haarroutine euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr noch ein paar neue Haartipps bekommen, die ihr mal ausprobieren wollt. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!